Komm her, links. Ja, ich weiß. Soll ich die Fahrradfahrer mitnehmen oder was? Ja, da sind wir. Wir sind jetzt in der Kalbestraße 37. Die Anruferin scheint vor Ort zu sein. Ja, ist gut, aber ich hab verstanden. Dann guck mal, was da los ist. Ups. Falls ihr die Idee habt, Obst zu kaufen, lasst es. Die Idee hatten heute schon alle Kollegen. Wie, was? Das ist heute? Jan, der Zettel hängt da seit 2 Wochen. Jan, Cora, Diebstahl auf dem Friedhof Bergmann 42. Eine Frau Maybach wartet vor Ort. Okay. Sag bloß, du hast die Feier von Ultra Pen. Was, du kommst heute nicht? Wieso nicht? Ich. Ja, es. Natürlich kommt er. Ich kann nicht. Was gibt's denn so Wichtiges? Gott. Jetzt ist alles ruhig. Aber vorhin war da ein Drama. Na, wo kam's denn her? Müsste bei den Gönnerts gewesen sein. Kommt das öfters vor? Naja. Ja? Guten Tag. Rasbin ist mein Kollege Thomsen, Abschnitt 40. Bei Ihnen wurden Hilferufe gehört. Ne. Wer sagt denn sowas? Anwohner. Kam wohl von der Frau, dass hier festgehalten wird. Frau Gönnert? Darf ich mal? Bitte, ja? Wohnt hier noch jemand anders? Ja, meine Tochter. Ich war es bestimmt nicht, wirklich. Ich weiß, Moni. War Jule. Und wo ist Ihre Tochter? Hier hinten in einem Zimmer. Normalerweise auch nicht versorgt, aber das ist eine längere Geschichte. Jule? Macht hier mal jemand auf! Hallo! Hallo, ist jemand da? Scheiße! Jule, was machst du da? Ganz ruhig, hör sie mal auf! Polizei, bitte bleiben Sie ganz ruhig. Jule, bitte komm rein. Der soll abhauen da. Jule! Jetzt gehen Sie rein. Du darfst du kannst dich hier einsperren, du Arsch. Gar nichts kannst du. Kümmer dich gefälligst um deinen eigenen Scheiß. Ganz ruhig, Frau Gönnert. Frau Gönnert, ganz ruhig. Kommen Sie bitte rein. Kommen Sie rein, ganz ruhig bleiben. Sollte das denn werden? So was kannst du doch nicht machen. Hat. Warum hampeln Sie da draußen rum? Wollten Sie springen oder was? Quatsch! Zu den Nachbarn! Wenn ich endlich hier wegkomme. Jule, ich hab... Herr Gönnert. Sie werden fast abgestürzt. Dann müssen wir jetzt überlegen, ob wir Sie mitnehmen. Haben Sie um Hilfe gerufen? Ich hab dem gesagt, ich lass mich nicht einsperren. Das ist Freiheitsberaubung. Solange Sie noch nicht 18 sind, bestimmen Ihre Eltern den Aufenthaltsort. Lassen Sie mal. Wir sind in Ordnung. Jule? Gibt's ein Fenster? Nee. Die beruhigt sich schon wieder. Haben Sie es im Griff? Ja, ich rede mit der. Versprochen. Und tut mir leid wegen dem Ärger. Dr. Frank? Warte doch mal. Er hat gesagt, er hat's im Griff. Wenn er meint. Sind wir Sozialarbeiter? Je weniger Maßnahmen, desto schneller kommen sie alle wieder runter. Hauptsache, es springt keiner runter. Wie auf dem Fensterbrett im 13. Stock. Familienstreitigkeit, Georg. Ich hatte keine Lust auf Stubenarrest. Suizidabsicht wurde verneint.
Eltern sind bei ihr. Warum soll man da einen Arzt bemühen? Ich war nicht vor Ort. Ob da Eigengefährdung vorliegt, das müsst ihr bestimmen. Ich sag doch Einsatzende. Keine Maßnahmen für uns. Wir sind dann frei. Wetter 7 vor 10. Verstanden. Ihr solltet doch oben bleiben. 13. Stock. Stubenarrest aufgehoben. Siehste? Machst du das jetzt? Dich abgehängt. Ich wollte sie gleich mitnehmen. Sehr gerne, also. Das ist mein Wagen. Das ist alles Paletti. Sie können wieder fahren. Das ist alles in Ordnung. Und Sie haben es im Griff, ja? Wie gesagt, das ist mein Auto. Sebastian kommt vielleicht aus dem Krankenhaus zurück. Trotz Schussverletzung, mein Lieber. Warum kaufst du nicht an einem anderen Abend für Heike? Wir haben den Termin schon seit Wochen. Das kann Ulf auch sagen. Oder ist es was anderes? Mann, Cora. Guck mal da, Maybach. Guten Tag. Maybach, schön, dass Sie da sind. Sie hatten angerufen? Mhm. Was ist denn genau passiert? Also, ich komme mit der Gießkanne zurück und da liegt nur noch der leere Karton. Die ist heute erst gekauft, sehr wertvoll. Die ist nur so taktlos. Mein Mann ist im Frühjahr verstorben und da will ich was Hübsches für sein Grab. Ach, die Quittung. Mit Seriennummer, falls die Laterne wieder auftaucht. Gut, wir suchen da mal nach Spuren und schreiben Diebstahl und Störung der Totenruhe. Können Sie erstmal mit zum Streifenwagen kommen, damit wir die Anzeige aufnehmen können? Sag mal, ist die frisch renoviert. Wissen Sie, warum sowas passiert? Weil Neid wieder salonfähig ist. Aber meinen Sinn für Ästhetik lasse ich mir nicht nehmen. Wenn ich was Hübsches will, leiste ich mir das auch. Macht wenigstens keine Weinflecken. Nee, Spaß beiseite, ich rede mit dir. Und nicht zu knapp. Ist sie öfter so? Auf einmal aggressiv oder lethargisch? Ach, die war überdreht. Die hat die ganze Nacht Videos bei einer Freundin geguckt. Und oben war sie dann patzig zu meiner Frau, das geht nicht. Die ist schwer nierenkrank. Die hat ein Handyentzug. Glauben Sie mir, sonst ist sie ein ganz liebes Mädchen. Hier ist sie 6. Süß. Moni, ist alles in Ordnung. War nur Kinder. Das läuft alles über mich, ja? Meine Frau darf sich nicht aufregen, ja? Mischa? Die ist drauf. Und wir haben die Pupillen nicht gecheckt. In der elterlichen Wohnung. Wer denkt denn an sowas? Die ist die ganze Nacht unterwegs mit einer Freundin. Wenn die jetzt breit vors Auto läuft, dann haben die nicht reingeholt. Gib eine Fahndung raus. Herr Gönnert, wir müssen Ihre Tochter finden. Wo kann denn die sein? Meine Freundin, Freund. Ja, sie ist oft bei ihrer Andrea, aber wo die wohnt. Die Berufsschule, die müssen das wissen. Von daher kennen die sich. Ja, Egon. Wo seid ihr? Auf dem Friedhof und sonst. Was denn immer noch? Anzeige aufnehmen. Das gibt's doch nicht. Ha? Also, das ist meine. Cora, was ist denn jetzt? Wart mal, ich ruf gleich zurück. Das könnte sein. Die Nummer stimmt. Ja, Egon, ich bin's nochmal. Ich brauche die Adresse von Elfriede Stötzer. Ihre aktuelle
aktuelle Adresse, ja? Nee, nicht die aktuelle. Da bin ich gerade. Stürzer. Ihr wollt den Ehemann. Gut, Grabräuber wird... Normalerweise wären da 6 Wochen Pause nach dem Krankenhaus. In der Zeit soll er mal mit dem Psychologen reden. So lange will ich den hier jedenfalls nicht sehen. Dienstplan. Der spinnt doch. Ja, Sebastian halt. Aber ich habe ihm schon gesagt, dass du ihm einen Vogel zeigen wirst. Er hat noch ganz andere Probleme. Carola hat angerufen. Es geht um Sebastians Zukunft. Ach du Scheiße. Moment. Abschnitt 40, Buro. Hi. Hallo, Schatz. Wie geht's dir? Geht so. Ich will nicht, dass sie hier ständig Studenten durchschleusen. Die haben sonst nie Schussverletzungen. Was stört dich da so? Mir geht das Gelaber auf die Nerven. Kugeleintritt, Kugelaustritt, bla bla. Erinnert es dich an den Einsatz? Carola. Ich gehöre heute Abend zu Ulf. Was? Ja, der Arzt hat's erlaubt. Der ganze Abschnitt ist da, ist quasi dienstlich. Ja, aber du bist nicht im Dienst. Du hältst mir auch ständig Ulfs Kneipe vor. Ich hab gesagt, der ist glücklich. Geht offensichtlich auch ohne Abschnitt. Für mich nicht, ich bin nicht Ulf. Machst du mal wieder an? Bitte? Vom 40er geht Sebastian eh nie weg, kennst ihn doch. Ich will ihn ja auch behalten. Aber erstmal muss er diese Amok-Geschichte verdauen. Was meinst du, wie es in dem aussieht, wenn er an den toten Kollegen denkt? Das kenne ich ja noch von mir. Deswegen will er ja auch so schnell wieder loslegen. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Abschnitt 40. Er macht eine professionelle Nachbearbeitung von seinem Einsatz. Bis er weiß, ob er den Job überhaupt weitermachen kann. Sag ihm das. Ja, danke. Sag du es ihm doch. Georg? Krischa. Hier. Ja. Ich hab's gehört. Jetzt plötzlich Fahndung, was? Das ist ein riesengroßer Schlendrian von euch. Seht zu, dass ihr die findet. Guckst du da so wehmütig? Nee. Bis heute Abend. Tschüss. Tschüss. Schlendrian. So ein Schwachsinn. Ich habe keine Ahnung, wo es hier sein könnte. Jule ist seit gut 8 Wochen nicht zum Unterricht gekommen. Und zur Lehrstelle auch nicht. Was ist mit Ihrer Freundin Andrea? Haben Sie da vielleicht eine Adresse? Das muss eine Mitschülerin sein. Also, in Ihrer Klasse gibt's keine Andrea. Tut mir leid. Ich habe mir keine Gedanken gemacht. Ich bin davon ausgegangen, sie arbeitet jetzt bei ihrem Vater. Das wäre ungewöhnlich. Ihr Vater ist Busfahrer. Ich dachte, er hat eine Bar. In der Oranienburger Straße. Steht doch auf seinem Wagen. Der hat Jule manchmal abgeholt. Und wie heißt die? Schefflers, glaube ich. Aha. Danke. War's das? Ja. Okay. Tschüss. Tschüss. Egon? Guten Tag noch. Ja, Egon, sag Georg einfach, wir fahren den Andreas Schäffler jetzt privat an. Ist wahrscheinlich der heimliche Freund von der Kleinen. Ja, Ender. Videoabend bei Andrea. Familiensachen sind immer Mist. Kannst du polizeilich eh nichts machen. Da, guck mal. Schäfflers. Die Tür auf, Herr Schäffler. Moment, ich komm runter. Egon? Wir haben die Kleine. Stellst du mal bitte den Vater ein, der hat keine Ahnung, was läuft. Ach, und eine Person, Mono. Andreas Schäffler, bitte. Danke und Ende. Frau Bellas?
Kommen Sie mal mit auf den Abschnitt. Wir haben ein paar Fragen an Sie. Hauen Sie nicht wieder ab. Entschuldigung, wissen Sie, ob Herr Stötzer da ist? Geklingelt haben wir schon. Herr Stötzer? Der ist nicht da. Dann kriegt er eben Post. Umzug oder Verkauf? Verkauf. Wird gleich abgeholt. Wissen Sie, wann Herr Stötzer wiederkommt? Nö. Der ist verreist? Ach so. Gibt's Verwandte im Haus? Oder jemand, der sich um das Grab seiner Frau kümmert? Und das mache ich. Aha. Wieso? Frau Könnert wird nachher noch ED behandelt. Lichtbild, Fingerabdrücke. So. Frau Rode macht mit Ihnen jetzt noch einen Drogentest. Bitte. Da. Setzen Sie sich bitte. Das mit der Eigengefährdung, das war schlampig. Die Pupillen sind weit. Georg, nach Augenschein. War die höchstens überdreht. Suizid haben wir abgeklärt und BTM war kein Thema. Und die Kletterei aus dem Fenster? Fandet ihr das normal? Finde ich das T-Shirt auch nicht. Aber die Teenies tragen nun mal sowas, auch ohne Drogeneinfluss. Kommen Sie, hier geht's lang. Der Vater. Na, er wird begeistert sein. Also, das ist unser Chef, Herr Buro, Herr Gönnert. Ach ja. Ja, ich wollte nur meine Tochter abholen. Für mich sah das so aus, als ob die da jemand abgelegt hat, weil er sie nicht mehr braucht. Die Frau war nur die Gießkanne füllen. Können Sie Ihre Laterne nicht zur Fundsache erklären? Sie haben ja die Möglichkeit, sich ausführlich zu äußern, wenn die Anzeige kommt. Und geht die an mich oder Herrn Stötzer? Also ich meine, nicht, dass er Ärger bekommt. An die Beschuldigte. Das sind Sie. Gut, das war's dann. Das sind ja harte Maßnahmen. Ach, guck mal. Doch nicht im Badeurlaub. Mal gucken, ob der das weiß, dass sie für ihn auf dem Friedhof klaut. Bei einem gemeinsamen Diskothekenbesuch fiel mir in der Tasche einer Freundin, deren Namen ich hier nicht nennen will, eine Zellophantüte in die Hand, die mit Pillen befüllt war. Ich nahm an, dass es keine normalen Tabletten waren, sondern Drogen. Um ein weiteres Abrutschen meiner Freundin in die Kriminalität zu verhindern, nahm ich ihr die Pillen ab, ohne ihr Wissen. Nee, wollen Sie den Quark wirklich zu Protokoll geben? Oder sagen Sie jetzt mal, woher die Amphetamine sind? Was soll ich machen, damit Sie mir glauben? Ich wusste ja nicht mehr genau, was das für Pillen sind. Cannabis und Amphetamin positiv. Na ja, passt doch. Andreas Schäffler. Bewährung wegen BTM, Besitz und Handel. Ist so klar, woher sie die Pillen hat. Na und? Die Satronie ging Ihnen aus. Das wird er ja schon eingebläut haben. Genug Zeit habt ihr ihm ja gelassen. Sie sind strafmündig. Besitz ist Fakt. Und bei der Menge Pillen, ne? Glaubt kein Richter mehr an Eigenbedarf. Entschuldigen Sie, wenn ich mit Drogen handeln würde, müsste ich doch irgendwo viel Geld haben, oder? Bei seiner Bewährung dealt er doch nicht selber. Sie verkauft das Zeug in Kommission, gibt ihm das Geld und dann kriegt sie was für einen Eigenbedarf oder für ein schönes Handy. Ja, schon klar. Und woher hat Ihre Freundin das Zeug? Das weiß ich leider nicht. Sie war schon immer total unreif. Soll ich sie deswegen reinreiten? Julchen, guck mich mal an. Ich will jetzt die Wahrheit hören. Stimmt das? Ist das wirklich von deiner Freundin? Du weißt, ich halte bei Mama dicht. Papa, ich schwöre. Wenn sie das so hier sagt, dann stimmt das. Na dann unterschreiben Sie mal. Ihre abgebrochene Ausbildung. Davon weiß er natürlich nichts. Also der weiß gar nichts. Ja,
dann muss man ihm die Augen öffnen. Hm? Also wir müssen die nach Hause fahren. Die müssen das Zimmer durchsuchen. Du sonst gern, aber ich finde, das ist ein Männergespräch. Herr Gönnert, kommen Sie mal bitte. Das hat sie doch für mich gebracht. Die kümmert sich um das Grab. Also, Sie hatten Frau Wieland beauftragt, eine Grablaterne zu kaufen, richtig? Ja. Haben Sie ihr denn Geld dafür gegeben? Ja. Aha, dann ist das Betrug. Weil Ihre Laterne hat die gar nicht gekauft. Ach! Die hat eine Lampe von woanders genommen und auf das Grab ihrer Frau gestellt. Ich wollte aber eine Laterne. Aber doch nicht geklaut. Nee. Herr Stötzer, hier standen doch bis vor kurzem überall noch Möbel. Die haben Sie nicht zufälligerweise verschenkt? Gespendet. Frau Wieland hat doch nicht. Als Studentin. Studentin? Ja. Ich glaube, die Frau Wieland, die flunkert ganz gerne mal. Ja. Die verkauft nämlich gerade einige ihrer Möbel. Und das kann ja nicht Sinn und Zweck ihrer Schenkung gewesen sein. Nee. Eben. Und Sie könnten die hier ganz gut gebrauchen. Dann holen wir die jetzt wieder rein, ja? Das ist nett von Ihnen. Ich mach dann Kaffee. Gut. Traumatische Erlebnisse bei professionellen Helfern. Du, das ist ganz interessant geschrieben. Aha. Georg? Schlimmer, Carola. Ich habe einfach keinen Bock, immer wieder das Gleiche zu erzählen. Auch und ihr Allerneuestes, ob ich überhaupt wieder auf den Abschnitt muss. Macht dann Funkzentrale oder was? Die spinnt doch. Kommt da eh nicht erst noch eine professionelle Nachbetreuung? Ja, nur damit du auf die Reihe kriegst, was du wirklich willst. Georg? Sag ihm, ich habe keine Probleme. Der soll mich eintakten, klar? Komm, wir gehen nach unten. Kriege ich die Auslagen für den Wagen ersetzt? Lehnen Sie das mit Frau Wieland. Ende. Meinen wurden ihr die Möbel nicht zum Verkauf überlassen. Madame ist schon zweimal mit Betrug aufgefallen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Opi das weiß. Jetzt lass ihn erstmal die eine Sache verdauen. Mit der Möbelaktion haben wir den, glaube ich, schon ganz schön überrollt. Ach, der holt sich doch wieder. Wenn die ihn erstmal aus ihren Krallen lässt. Ja, dann besucht ihn gar keiner mehr. Komm, Jan. Die trinkt doch nur Kaffee mit dem, damit sie ihm was aus den Rippen leiern kann. Aber sie trinkt Kaffee mit ihm. Was machen die denn da? Hey! Hallo? Ist alles korrekt? Der Besitzer hat ihn doch verkauft. Das Problem ist, sie fühlt sich ständig für andere verantwortlich. Besonders für meine Frau. Glaube ich Ihnen alles, aber irgendwas läuft ja schief. Und bestimmt nicht erst seit heute. Warte, wegen der Pillen, das sollten wir nicht überbewerten. Sie wollte einer Freundin helfen, das ist Jule. Zweifach positiv. Cannabis, Amphetamine. Das ist auch Ihre Jule, Herr Gönnert. Aber wenn Sie schon einmal Pillen bei ihr gefunden haben... Das war ja nur einmal. Meine Güte, mein Mann hat genug Sorgen mit mir. Nicht noch mit Jule, muss nicht sein. Nein, wir können uns nicht einigen. Ich würde auch den Einsatz für heute Morgen bezahlen. Kein Thema. Das geht jetzt alles seinen Gang. Die Akten gehen jetzt an die Staatsanwaltschaft. Die stellen einen Strafantrag gegen ihre Tochter. Ja, so sieht das aus, Herr Gönnert. Na gut, dann sollen sie mal machen. Das kommt von den Diätpillen. Das kann ich bezeugen. Herr Gönnert. Die Jule ist was Besonderes. Ich bin ja nicht mal ihre leibliche Mutter. Na, schon was gefunden? Kaugummis, darf ich?
Ciao, Mama. Ciao. Sie sagt aber Mama zu mir. Ich bin stolz auf die. Und wo geht sie jetzt hin? In die Bar. Zu ihrem Freund jobben. Ein Freund? Jule? Ja, davon wüsste ich aber. Wer sollte denn das sein? Andreas Schäffler. Anfang 40. Geschäftsführer von einer Cocktailbar. Polizeibekannter Dealer. Meine Güte, das Mädchen ist 17. Dass sie da einen Freund hat, ist doch ganz normal. Haben Sie den schon mal gesehen? Ja, der ist älter. Dafür lernt sie da ihr eigenes Geld verdienen. Ein bisschen was auf der Tasche braucht man in dem Alter. Und ihr Mann, der weiß von all dem nichts, oder? Drogendealer! Muss ich mir sowas anhören? Jule kümmert sich um meine Frau bis zum Jed nicht mehr. Und auch sonst. Auf die ist Verlass. Macht eine Ausbildung zur Reisekauffrau. Seit 2 Monaten nicht mehr. Wer sagt das? Herr Gönnert. Nee, so läuft das nicht. Das muss ich mir nicht anhören. Das ist meine Familie und die lasse ich mir nicht schlecht reden. Und mach! Ich kann doch verschenken. Was ich will, oder? Ja, das mit Ihren Möbeln ist ja auch gegessen. Obwohl Sie uns vor 5 Minuten was anderes gesagt haben. Aber dass die von Ihnen Geld genommen hat. Nee. Herr Stötzer, das hatten Sie ausgesagt. Nee. Cora, der will nicht. Ist Ihnen das egal, dass die Sie um Ihr Geld betrügt? Lassen Sie sich gerne um Ihr Eigentum bringen? Ich hab doch nichts. Nee, bald nicht mehr, wenn wir keine Anzeige schreiben. Frau Wieland ist für Betrug einschlägig bekannt. Das ist eine ganz gute. Sehen Sie mal, was die sich für Mühe macht. Außerdem bringt die jedes Mal Kuchen mit. Wir haben noch nie dafür bezahlt. Was machst du denn jetzt? Der kriegt jetzt einen Betreuer. Nix, BTM. Die Mutter wusste von Schäffler. Und ihr Mann, der soll nichts wissen, weil der hat ja schon genug Sorgen. Du, die stecken da alle den Kopf in den Sand. Du, da weiß keiner über den anderen Bescheid. Georg, einer muss denen mal die Augen öffnen. Ah, nicht wir. Georg! Sozialarbeit haben wir nicht gelernt. Wir machen, was wir können und wir packen uns in Schäffler. Ja, meinetwegen. Kündigt ihm eine Vorladung an. Zur Gefährdungsansprache. Die kündigen wir nicht an, die machen wir vor Ort. Meinetwegen. Aber nicht mit der Brechstange. Nee. Ganz gemütlich, ja? Tschüss. Tschüss. Wenn wir in Therapie ganz in der Feierabend machen. Jetzt machen wir unsere Arbeit. Zeigen wir mal dem Schäffler, wo die Lampen hängen. Da bin ich ja gespannt. Aber vorher müssen wir mal tanken. So, Herr Stelzer. Jetzt haben wir es aber. Wer hat denn die Polizei überhaupt gerufen? Der Vormundschaftsrichter meldet sich dann morgen mal. Und dann machen Sie einen Termin mit ihm und dann erklärt er Ihnen, was Betreuung im Einzelnen bedeutet. Und dann können Sie ja entscheiden, ob das was für Sie ist. Ist das ein Wort? Ja? Ich wollte zu Herrn Stötzer. Ja, der kann jetzt nicht. Wir sind hier noch polizeilich tätig. Ich habe aber Erdbeerschnitten für Herrn Stötzer. Gebe ich ihm. Würden Sie freundlicherweise sagen, dass die von mir sind? Das wäre sehr nett. Natürlich. Au! Ein guter Rat zum Schluss, Herr Stötzer. Schicken Sie die in die Wüste. Die Frau ist nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht. Wenn es Ihnen nur um nette Gesellschaft geht, habe ich einen guten Tipp für Sie. Es gibt von den Maltesern ganz tolle Seniorengruppen. Die holen Sie ab und bringen Sie wieder her, kostenfrei. Die bieten dekoratives Gestalten an. Quasselnachmittage. Oder Sie können mit anderen Skat spielen. Da haben Sie doch viel mehr davon. Skat spielen. Was machst du denn da?
Diebstahl ja, aber Betrug kann man vergessen. Und ich komme mit dekorativen Gestalten. Solange ihm die Möbel nicht ausgehen. Genau. Diebstahl reicht. Abnehmen. Los, runterkommen! Wir haben Sie gesehen, Herr Göllert! Warten Sie auf jemand Bestimmtes? Nee. Bringen Sie gleich mal mit, was Sie da versteckt haben, ja? Klappt da schon. Gewalt hilft Ihrer Tochter nicht. Überlassen Sie die Sache uns! Was das betrifft, dann nehmen wir jetzt einfach mal an, das ist ein zu kurz geratener Wanderstock. Und die hier, die brauchen sie wegen ihrer kaputten Seitenscheibe, weil es da so zieht. Was, wie bitte? Das wäre schwere Körperverletzung gewesen. Da wollte jemand drüber ziehen. Da hat er gar nicht wieder aufgestanden. Der sei nicht mal da. Wir nehmen sie zur Gefahrenabwehr in Gewahrsam. Ja, ihr braucht eine Ansprache. Wenn du meinst. Kommen Sie. Lobt das nicht. Ike, ja? Nee. Sehen Sie das? Das will ich nicht. Ich will, dass sie sofort von der Bett geholt wird. Ich bin Ihr Vater. Ich kann das nicht stellen. Eins nach dem anderen. Wir können Sie einen Handschellen zu Ihnen bringen. Aber ob Ihre Tochter da noch was von Ihnen wissen will? Selbst helfen. Wenn Sie weiterhin Straftaten ankündigen, dann kommen Sie in Gewahrsam. Damit wir uns verstehen. Dem passiert doch sonst ja nichts. Polizei hat aufgegeben. Hasenheide, Cottbusser Tor, die dealen doch da, wie sie lustig sind. Nein, nicht wie sie lustig sind, sondern wie sie Käufer finden. Das Problem, das liegt doch in den Familien, weil die nicht miteinander reden. Weil die keine Hilfe holen von außen, wenn sie nicht miteinander klarkommen. Ohne diese Drecksau wäre bei uns alle Paletti. Ihre Tochter läuft seit Monaten aus dem Ruder und Ihre Frau wusste davon. Bei Ihnen zu Hause, da ist doch Funkstille. Da kommen die Probleme doch gar nicht auf den Tisch. Wie soll ich denn das jetzt verstehen? Dass ich schuld daran bin, dass ein Drogendealer meine Tochter ausnutzt. Oder sonst was weiß ich noch alles mit ihr macht. Sie müssen endlich begreifen, dass es auch Jugendliche gibt, die keinen Grund haben, sich zu betrügen. Die nicht auf so ein Dreckschwein von Dealer reinfallen. Bei Problemen in der Familie, da gibt es eben polizeiliche Grenzen. Da sind Sie gefordert. Als Vater, Herr Günnert. So, das war's für mich. Halt! Wenn Sie mit einer Familie reden? Bleiben Sie hier! Nee. Hören Sie mir jetzt mal zu! Ich höre überhaupt nicht zu! Das ist ja toll. Das ist ja wirklich toll. Tschüss. Damit Sie es mal lernen. Ich hab die Schnauze voll, ich muss das nicht machen. Einmal einfache Körperverletzung. Durchlesen und unterschreiben. Herr Günnert, nicht vergessen. Lässt ihn gehen? Das reicht nicht für Gewahrsam. Hier, das liest er durch. Er hat's mir versprochen. Pommes, Drogenglotze und dann? Kinder gegen Süchte stärken? Ja, da stehen eine Menge Adressen drin für seine Probleme. Familienkiste, das ist nichts für uns. Das ist mit dem Chef noch längst nicht fertig. Mensch, Georg, wir müssen uns von dir anhören, warum wir vor Ort keine Maßnahmen einleiten. Und du lässt ihn einfach gehen. Georg? Dabei hat er es dir versprochen. Und jetzt?
Na los. Ich komme wegen meinem HIV-Test. Ich weiß, wir müssen uns unterhalten. Kommen Sie bitte. Sag ich doch, der kommt. Na ja. Hat sich wahrscheinlich einen neuen Knüppel besorgt. Na dann. Paula, ich will aufhören. Bist du sicher? Ja, klar.
erstmal wieder gesund. Vortäuschung einer Straftat, BDM-Besitz. Wo haben Sie das her? Hasenheide oder Cottbusser Tor? Das glaube ich jetzt echt nicht. So, dann nehmen wir den Herrn Gönnert mal in Gewahrsam. Ja, mich, klar. Du wolltest einen die Drogen unterschieben? Damit er in den Knast kommt, oder wie? Kommen Sie. Schwule, für wen mache ich denn das? Sag jetzt nicht für mich. Herr Gönnert. Ich muss von der Polizei erfahren, dass du hier jobbst. Von wegen, du bist bei Andrea. Und? Du glaubst mir ja auch jeden Scheiß. Weil es dir lieber ist als die Wahrheit, stimmt's? Hauptsache heile Welt, Jule Goldkin macht schon richtig. Hätt gedacht, ja? Was das Einfachste ist, Papa. Ich geh mal arbeiten. Als meine Mutter damals abgehauen ist, da haben wir wenigstens zusammengehalten. Aber dann kam Monika und ich war plötzlich abgeschrieben. Aber das stimmt nicht. Welch freudige Überraschung. Na, Herr Schäffle, wie steht's? Hast du mitgekriegt, wenn ich betrönt war? Oder als ich mal fast in meiner eigenen Kotze erstickt bin? Andi macht mir wenigstens einen Tee. Jule. Und das mit der Lehre? Das hat dich gar nicht interessiert. Ich konnte jeden Scheiß machen. 8 Wochen Ferien, klar, alles Paletti, wenn Jule das sagt. Naja, ich hab dir vertraut. Ja, verdammt, weil es so einfach ist. Weil du dir dann keine Sorgen mehr machen brauchst, weil ich dir scheißegal bin. Das ist nicht wahr. Jule, guck mich an. Das ist nicht wahr. Jule, doch, das ist wahr, Papa. Aber in 12 Wochen bin ich 18. Und dann kannst du mich mal. Dann brauche ich dich nicht mehr. Ich brauch dich gar nicht mehr. Jule. Herr Gönnert, das bringt jetzt nichts. Kommen Sie. Sie haben doch noch Bewährung. Da schauen wir jetzt öfter mal nach 22 Uhr, wie alt die Bedienung ist. Können Sie ruhig machen. Jule geht jeden Abend um 10 nach Hause. Das werden wir ja dann sehen. Schönen Tag noch. Na, Schäffler, gezeigt, wo die Lampen hängen? Geht so. Und bei dir? Familientherapie erfolgreich? Mit den Kollegen. Weiß nicht, noch so 1-2 Stunden. Hatte ich doch gesagt. Na, dürft ihr was trinken? Was sagt der Arzt? Also Carola meinte, er hat sich heute Nachmittag entschieden. Ach was? Sieht das für dich wie ein Abschied aus? Und weg das Ding. Haben wir schon? Nee. Oh. Hey. Hey. Ah, okay. Es muss ja von dir sein. Danke, danke. Du, Ulf? Ja? Bei deinen Toiletten, ja, da musst du mal auf den Notausgang achten. Da stehen eine Menge Tonnen rum. Alles klar, Chef. Ja, das ist ja jetzt vorbei. Das ist wirklich sehr schön hier. Deine neue. Mhm. Na, bist du glücklich?